Hallo, kennt ihr das auch? Ihr seid zu einer Party eingeladen und habt euch gedacht, na, da mache ich mal was und bring was mit. Aber dann heißt es, die Party hat vollständiges Catering und ihr müsst nichts mitbringen. Aber da ihr euch schon so darauf gefreut habt, was mitzubringen, habt ihr dann irgendwelchen anderen Leuten gesagt, dass ihr was mitbringt, und trefft euch mit denen und dann habt ihr jetzt trotzdem den Druck, was zu machen und genau in dieser Situation befinde ich mich gerade. Und ich mache jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe, weil es soll mal richtig schwer werden heute. Also heute mal vegan ganz schwer. Und ich versuche so eine Art Torte zu machen. Natürlich nicht so, wie man das herkömmlich macht, sondern irgendwie anders. Auf fantasievolle oder kreative Art und Weise. Ich fange mal hiermit an. Das ist eigentlich für Kuchen. Ist ein bisschen mickrig, muss ich sagen. Ich hätte das gern größer gemacht, aber irgendwie habe ich nichts, womit ich das größer machen kann. Ich werde auch direkt da drin das zubereiten, weil One-Pot-Torte ist ja klar, ne? Ich habe Zutaten besorgt, die euch möglicherweise als sehr befremdlich erscheinen werden im Zusammenhang mit einer Torte. Und zwar wird die Torte basiert auf Basismüsli und Erdnussbutter. So, also das Basismüsli wird der Grundstoff sein, aus dem der Boden besteht. Wo ist mein Messer? Ach, hier. Ist ein bisschen dreckig. So, was haben wir hier alles Schönes drin? Schaut mal hier. Nee, das. Solche Dinger, gepuffte irgendwas. Dann haben wir ja noch so eine Art Cornflakes. So eine Art Haferflocken. Und sowas hier. Ich weiß nicht, was es ist. Ist aber alles vegan. Das habe ich vorher nachgelesen. So. Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen rein. Zumindest der Boden, sagen wir mal so 2 cm bedeckt ist. Theoretisch würde ich versuchen, dann auch so eine Art Rand daraus zu formen. Jetzt kommt erstmal die Erdnussbutter rein. Die muss ich erstmal aufmachen. Ich glaube, Deckel drehen wäre einfacher gewesen, als das Glas zu drehen, aber ist im Grunde egal. Ist jetzt, glaube ich, auch egal, ob die stückig ist. Es ist halt keine mit Salz, hoffe ich. Oder mit ganz wenig Salz nur. Naja. Also auf jeden Fall mehr Zucker als Salz drin. Ich denke, das ist gut für Kuchen. Ja, riecht gut. Ich werde vermutlich einen Löffel verwenden. Hier sind noch große Löffel. Ja, gut. Wie viel man jetzt davon nimmt, ich mache das mal so nach Gefühl. Ich denke mal relativ viel. So, vermische ich das. Das ist natürlich von der Konsistenz her viel zu ungeeignet.
Also das ist eigentlich das, was ich wollte, dass die Erdnussbutter die anderen Sachen zusammenhält. Ich glaube, ich brauche immer noch viel mehr davon. Ich glaube, ich mache einfach das ganze Glas ran. Ich brauche noch ein anderes Werkzeug. Also ich habe das nie vorher probiert. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach vor laufender Kamera, weil wenn es schief geht, dann ist auch egal. Das kann gar nicht lecker werden, weil die Zutaten allein schon für sich genommen sehr lecker sind. Ich überlege, ob ich noch ein bisschen Pflanzenmilch dran mache. Ich habe sowas da für den Fall, dass ich es brauche. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das der Fall ist. Ich mache das jetzt alles dran. So, ist nichts mehr im Glas. Jetzt muss ich das hier nur noch gut vermischen. Ich meine, ich kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr von den anderen Substanzen dran machen. Ich hätte das vielleicht unten drunter machen sollen. Nee, ist egal, das passt schon. Ist natürlich sehr zäh. Ich glaube, ich schneide das mal raus, weil das kann relativ lange dauern, bis das eine Konsistenz hat, mit der ich zufrieden bin. Deswegen bis gleich. Also ich bin noch nicht zufrieden, das ist auch nur wenig später. Ich habe mich entschieden, jetzt da doch ein bisschen Sojadrink dran zu machen. Das hat ja hier, ach, das hält ja gleich an. Okay, das ist ungewohnt. Okay. So, nicht allzu viel, nur so ein bisschen. So. Also ich bin echt nicht überzeugt, dass das irgendwie eine Chance hat, was zu werden, aber muss ja, weil ich habe es ja versprochen. Also ich bringe es auf jeden Fall mit für die. Wenn die dann enttäuscht sind, dann ist es halt so, aber möglicherweise sind sie auch begeistert ob meiner Kreativität. Ah ja, das ist schon sehr viel besser, weil jetzt saugt sich dieses Müsli-Zeug ein bisschen voll mit dem Pflanzendrink. Und das führt auch zu einer besseren Haftung an den an der Erdnussbutter. So. Ja, das geht richtig gut jetzt. So. War nur Wasser. ach ja. Ich weiß nicht, ich denke mal, für Kuchen ist das nicht süß genug. Und es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen spät, daran zu denken, jetzt wo das schon so relativ die Form hat, die es haben soll. Aber ich süße das jetzt noch. Und zwar mit Agavendicksaft. Den habe ich, der ist 2016 abgelaufen, aber das ist ja nur Zucker, von dem her, das geht schon. So. Naja, keine Ahnung. Also ich mache da jetzt nicht so viel ran. Habt da so ein bisschen süß, so. Ja, das muss ich jetzt hier nochmal einrühren. Ich breche nochmal hier alles auf, damit ich den Agavendicksaft noch schöner einrühren kann. Naja, das wird gut, das wird gut. Ja, das mit dem Sojadrink, das hat es echt gebracht. Das verleiht dem dann. Oh, das geht echt auf die Muskeln hier, weil das echt zäh ist.
das riecht echt gut, ey. Das ist Wahnsinn. Ich bin begeistert. Also das Rezept habe ich auch nirgendwo so gefunden. Das habe ich mir selber mehr oder weniger ausgedacht. Weil ich mir halt Inspiration so, ja, womit könnte man das klebrig machen? Ich wollte jetzt nicht irgendwie Margarine oder Öl oder irgend sowas verwenden. Da habe ich gedacht, wo ist denn noch Fett drin? Ah ja, Erdnussbutter. Deshalb, wie viel Fett? 51%, also es ist schon recht, ja, also in der Hinsicht fettigend. So, also ich würde sagen, der Boden ist jetzt fertig. Jetzt versuche ich das ein bisschen hier an den Rand hoch zu machen, damit das, was ich jetzt noch drauf tue, nämlich Erdbeeren, dann so ein bisschen hält. So, ich schiebe das jetzt mal hier so an den Rand, was man jetzt alles noch sehen kann, aber vielleicht so, wenn ich das so halte. Ja. Ach, das geht wunderbar. Also das werde ich wahrscheinlich nochmal machen, also wenn es schmeckt. Und ich vermute, dass ich das nicht mal unbedingt backen muss. Ich werde es vielleicht kurz backen. Also kurz in den Ofen stellen. Aber keine Ahnung, ich glaube, das geht auch ohne zu backen. Ja, jetzt ist natürlich auf dem Boden nichts mehr, weil ich das jetzt alles hochgekrempelt habe. Das ist auch nicht Sinn der Sache gewesen. Oder nicht backen. Ich würde jetzt euch abstimmen lassen, aber das dauert zu lange, deswegen muss ich mir jetzt selber was ausdenken. Ich hau es mal kurz in den Backofen. Oder naja, kurz ist natürlich die Frage. Man backt ja eigentlich Sachen ein bisschen länger als kurz. Ja, ich habe auch nicht vorgeheizt, weil ich mir... Ja gut, das ist natürlich der Nachteil, wenn man das direkt hier drin macht. Das wische ich dann gleich weg. So, ich stelle das mal hier rein. Keine Ahnung, wie lange ich das da drin haben werde, entscheide ich dann noch im Verlaufe dessen. Ich werde dann auch nochmal das Video stoppen und melde mich dann zurück, wenn ich der Meinung bin, das war lange genug im Ofen. Ja, in der Zeit werde ich vielleicht mal ein bisschen hier aufräumen oder so. Oder halt irgendwie anderweitig mich beschäftigen. Müll wegräumen ist wahrscheinlich angebracht. So, Hände sind glaube ich jetzt sauber genug, um den Knopf zu drücken, also bis gleich. So, der Kuchen ist immer noch im Ofen, also der Tortenboden. Ich werde jetzt noch das vorbereiten, was ich drauf tun möchte, weil das muss ja auch noch gemacht werden. Weil so wie es jetzt ist, kann man das nicht machen. Erdbeeren ohne Klasse diesmal, fand ich sehr gut. Ja, ich werde die erstmal waschen hier in der Schüssel und dann die Dinger abzupfen und dann noch halbieren. Also doch kein One-Pot, zwei Sachen dreckig machen, wobei Erdbeerwasser würde ich nicht als dreckig zählen. Die Schüssel kann man danach wahrscheinlich noch ohne großen Aufwand wiederverwenden. So. Ich hätte noch zwei andere Sachen drauf machen können, Heidelbeeren und Pudding. Der Grund, warum ich es nicht tue, ist, ich habe das halt gestern gekauft und dann auch gestern gegessen. Und deswegen kommen jetzt nur Erdbeeren drauf. Ja, muss auch irgendwie gehen, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, das jetzt hier beim Abzupfen zuzugucken, ist wahrscheinlich auch nicht so spektakulär. Deswegen werde ich das Video jetzt wieder pausieren. So, die sind jetzt quasi entdingst, habe ich jetzt hier draufgelegt alles. Und jetzt schneide ich die noch und das ist vielleicht wieder...
Vielleicht zeige ich das auch nicht alles, aber ich denke, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass dieser Schritt jetzt noch kommt. Nicht, dass er denkt, das passiert alles durch Magie. Nee, da muss sich tatsächlich jemand hinstellen, die Erdbeeren schneiden. So. Ja, das geht, glaube ich, schnell genug dafür, dass ich das jetzt nicht extra... Na gut, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt hier nicht Acht gebe und die Geschnittenen von den Ungeschnittenen trenne. Weil das kann dann dazu führen, dass ich im Eifer des Gefechts hier nochmal reingreife und dann feststelle, oh, die ist ja schon halbiert und dann muss ich sie wieder weglegen und dann die nächste nehmen. Und ja, jetzt zum Beispiel ist das gerade passiert und das kostet natürlich sehr viel Zeit. Also wenn ihr jetzt die Möglichkeit dazu habt, dann könnt ihr ja noch ein extra Gefäß nehmen, um dann die geschnittenen Erdbeeren da aufzubewahren. Ja, jetzt ist der Gesprächsstoff alle und ich glaube, ne, das sind noch ein paar ungeschnitten. Ich bräuchte ja echt ein besseres System. So. Aber, ja. Das passiert natürlich immer öfter, immer häufiger im Verlauf dessen, dass man dann an eine schon geschnittene gerät. Ich denke, das wäre halt echt gut gewesen, wenn ich wenigstens eins von den Pudding-Dingsen, also hier diese Alpro-Puddings, ne, in diesen Vierer-Packs, kennt ihr vielleicht, dass ich wenigstens eins aufgehoben hätte, um dann so eine Art Klebstoff zu haben für die Erdbeeren. Aber habe ich ja nicht gemacht. Ich überlege, ob mir irgendwas anderes dafür einfällt, ob ich vielleicht noch irgendwas habe, womit ich die sonst befestigen kann. Ich meine, im Grunde genommen, das hält vielleicht auch so. Ich meine, jetzt wo es gebacken ist, dann vielleicht nicht mehr so. Ich glaube, es ist jetzt alles geschnitten. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, auf jeden Fall war das schön sauber, weil es ja im Wasser liegt. Ich guck nochmal, ob mir irgendwas einfällt. Na, ich hätte jetzt normalerweise, ich jetzt sagen können, wenn es jetzt ein herzhaftes Gericht gewesen wäre, hätte man Arrabbiata-Soße verwenden können. Aber das ist nicht der Fall. So, das wird vielleicht zu süß, oder? Ich habe hier nämlich noch Nuss-Nougat dunkel, zart schmelzend. Passt das dazu? Wenn ich das jetzt anfange, ich würde das jetzt auch nicht alles verwenden. Wobei das sind 125 Gramm, das ist auch nochmal. Ich guck mal, ob ich noch was anderes habe. Senf hätte ich noch da, das ist auch nicht so. Aber das ist, glaube ich, weniger drin, aber es ist auch schon... Ja, das ist so wenig drin, dass ich mir gesagt habe, ich stelle es nochmal in den Kühlschrank, aber... Da kriege ich nichts mehr raus, das ist zu wenig. Agavendicksaft. Ich probiere es dann erstmal so, aber ja, wie weit ist jetzt der Kuchen? Wie lange ist jetzt drin? Seit ungefähr 18 Minuten. Keine Ahnung, ob das irgendeinen signifikanten Unterschied macht, den da drinnen zu haben. Ich denke mal schon, ja, dann schütte ich jetzt noch das Wasser weg. Da muss man sehr aufpassen, dass man keine Erdbeeren mit wegschüttet. So wie es fast passiert wäre. Ja, ist egal. Das muss es eigentlich völlig gut. Bis gleich. So, ich denke mal, das reicht. Das war jetzt ungefähr. Oh, vielleicht ein bisschen lang sogar drin, eine halbe Stunde. Ah ja, das sieht etwas durch aus, aber naja. Ist ja nicht so schlimm, hoffe ich. Das ist ein kleines bisschen braun. Also ich denke, das ist noch okay. Aber wie gesagt, wäre vielleicht auch völlig ohne. Wo steht das jetzt hin? Das ist ja heiß. Lege ich mal einen Topflappen hier drunter. Ich stelle das runter. So, ups. Das riecht auf jeden Fall nicht mehr so gut wie vorher in diesen Farben. Naja.
Also vielleicht probiere ich es beim nächsten Mal ohne Backen. Ich lege jetzt hier noch die Erdbeeren drauf. Der geschnittenen Seite nach unten wegen der Optik. Das ist echt ein bisschen klein halt das Ganze, da passen nicht mal die ganzen Erdbeeren drauf. Also Pudding zum Binden wäre schon. Also ich vermute, er ist etwas zu lange im Ofen gewesen auf jeden Fall. Das muss ich beim nächsten Mal besser machen. Ich habe halt gedacht, ja, pack's mal auf die Tasche, weil ich fahre jetzt weg. Und dann wird das irgendwann fertig sein, aber damit, dass das jetzt hier auch braun wird, so richtig, hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber muss man natürlich machen, wenn man backt. Aber das wird schon noch gehen. So, ich guck mal, ob ich nachher dann, wenn ich dann den Kuchen, die Torte anderen Leuten vorsetze, ob wir dann noch so eine Art Taste-Test machen, macht vielleicht Sinn. Auf jeden Fall hält das jetzt alles sehr zusammen, dadurch, dass das jetzt gebacken ist. Das war ja vorher nicht garantiert und ich überlege jetzt gerade noch, wie ich das Ding transportiere. Vermutlich mit einem Stoffbeutel. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und wie ich verhindere, dass die Erdbeeren runterfallen, lasse ich mir auch noch was einfallen. Ansonsten war es das erstmal hier. Vom Party-mäßig was vorbereiten. In diesem Falle Erdbeertorte. Und wir sehen uns dann später. Ciao.